Hallo Leute und willkommen zum vierten Part von Distrained. Wir sind zuletzt im Altersheim stehen geblieben, würde ich mal sagen. Ah ja, hier waren wir schon. Da wieder raus. Hier kann man speichern. Jemand da? Keine Antwort. Okay. Wie sollen wir auch noch runtergehen? Altes Sofa. Zeugs. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Hey Junge, können Sie einem alten Mann einen Gefallen tun? Sorry, aber wer sind Sie? Hausmeister Carpenter, zu Diensten. Mein Name ist Price, schön Sie zu treffen. Ja, sicher, was brauchen Sie denn? Ich war mitten in etwas, aber dann ging der Strom weg. Ich glaube, die Sicherung ist auch herausgeflogen. Bei der Küche ist der Sicherungskasten. Können Sie die Sicherung dort wieder über... Können Sie die Sicherung dort überprüfen? Ich bin nicht in Eile, also warum nicht? Danke, Junge. Ich borge Ihnen meinen Schlüssel, aber sagen Sie erst keinem. In Ordnung. Bin gleich zurück. Achso, er hat nichts angezeigt. Dann gehen wir wieder nach oben. Da muss ich ja nicht rein. Da muss ich hier rein. Gehen wir mal. Der Hausmeister gab mir diesen Schlüssel. Interessiert mich nicht. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Das ist der richtige. Das muss der Sicherungskasten sein. Mal sehen. Ach, sowas wie ein Rätsel. Lol. Okay. Das, das, das. Das ging einfach. Der Strom sollte wieder da sein. Ja, hier leuchtet es ja auch. Das wäre Sicherungskasten dann rumgefallen, aber. Ich kann auch so sein. Lassen Sie mich alleine. Okay, dann gehen wir mal wieder. Ist im dunklen Raum. WTF. Da kommt die Blut aus der Tür. Sind wir verrückt? Gehen wir mal wieder nach unten zum Hausmeister. Oh, ha. Was ist mit dem los, ey? Hey, hey. Ah, danke, Junge. Der Strom ist wieder da. Was zur Hölle tun Sie da? Ich besättige diese Leichen. Leichen? Wer ist das? Irgendein alter Sack. Er starb vor einigen Tagen. Auf diese Art ist es billiger. Ich fühle mich krank. Was ist das? Oh, ich glaube, ich muss in jedem Moment kotzen. Haufen aus Eingeweiden, Körperflüssigkeiten und Blut. Das genügt. Du hast das blutige Fleisch gefunden. Na lecker, Alter. Uah. Krank. Sehr krank. Gehen wir mal zum Koch. Der möchte bestimmt das mit dem Fleisch anfangen. Und das. Ich konnte nicht an diesem feinen Stück Beef vorbeigehen. Denken Sie, dass es brauchbar für ist für Ihre Bedürfnisse? Ausrufezeichen. Lassen Sie mich einen Blick darauf werfen. Ja, oh, brillant. Fleisch, es ist wieder auf der Speisekarte, Jungs. Danke, junger Herr. Ich fange sofort mit dem Kochen an. War mir ein Vergnügen. Busch schnell weg, ey. Boah. Könnte ich den anreden? Kann ich hier bitte durch? Unmöglich, der schläft wie ein Stein. Okay. Wie geht's? Okay, passen Sie gut auf sich auf. Boah, was schleift er denn da weg? Alter. Hallo? Irgendjemand da? Ich möchte zumindest gut und was für ein Service. Guten Tag, Madame.
Ich gehe jetzt. Ich irgendwas? Ne, ich hab nix. Speicher mal kurz. Geht ja schnell. Jemand da? Keine Antwort. Gehen wir mal runter. Alter, ist das brutal, ey. Hier komme ich auch nicht weiter. Hier gibt es auch nichts zum Aufheben. Geh noch mal rein. Da komme ich ja nicht rein, das ist ein Gitter vor. Hier war nur ein Fernseher. Raum 4? Uhr? Badezimmer. Ich muss mir die Hände jetzt nicht waschen. Ich mag keine öffentlichen Toiletten benutzen. Ja, okay, die mag ich auch nicht wirklich. Das ist meist ziemlich eklig. Oha. Ich habe ein tolles Essen bereitet. Endlich bekommen die Leute das Essen, das sie verdient haben. Wo wir gerade dabei sind, ich wollte nach Mrs. Goodwin sehen. Kann ich ihr das Essen bringen? Was? Sicher, Junge. Bringe das Essen zu ihr. Okay, danke, Chef. Im Verteiler war ich ja schon. Tut mir leid. Auch nicht. Wie soll es funktionieren? Ich bin skeptisch. Können Sie das essen? Nein. Ich bringe Ihnen etwas zu essen. Nichts. Sie ist wirklich passiv. Möchten Sie essen? Nein. Hat jemand das Fleisch bestellt? Ich glaube nicht. Hey. Ich war fast allen Räumen, wie soll ich denn, wo soll. Ja, genau. Na komm, mit Fernseher, nimm was essen. Das könnte man beides kombinieren, aber es bringt nichts. Zimmerservice nun. Bringen Sie Essen? Ich bin hungrig. Ja. Kann ich reinkommen? Bitte. Ja, bitte. Leute, das ist doch nicht dieselbe Frau wie da. Die sind nicht Mrs. Goodwin. Oh, ich fürchte, Sie haben sich in der Tür gehört, mein Lieber. Entschuldigen Sie, ich wollte nicht unhöflich sein. Hier ist das Essen. Danke, mein Lieber. Nun, ich werde. Es ist lange her, dass jemand mich besuchen kam. Tut mir leid. Ich glaube, es war vor 2 Monaten. Mein Enkel kam zu Besuch. Ich muss. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Allerdings glaube ich, dass er vor kurzem geheiratet hat. Das ist schön zu hören. Ein Mädchen. Wie war ihr Name noch gleich? War es Helen? Ich wüsste nie. Nein, ich glaube, es war Helga. Helga, schön. Wie schön. Aber ich bin... Ihr Vater hat sich das Fußgelenk gebrochen. Ich frage mich, ob er wieder gesund ist. Ich bin sicher, er ist es. Nun passen Sie auf sich auf. Es ist verdammt windig in letzter Zeit. Der Herbst kommt dieses Jahr sehr früh. Ja, tut mir leid, Madame, ich muss jetzt wirklich gehen. Oh, suchen Sie mich mal, wenn Sie tratschen wollen. Bitte, ich muss jetzt gehen. Nehmen Sie das dafür, dass Sie sich meine Gerede angetan haben. Danke, Madam. Kuhglocke? Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Gibt's hier noch was? Sein Schrank könnte was gebrochen. Ha, gut. Gut, dass wir es direkt mitgenommen haben. Aufwachen, endlich. Was, das ist, Oh, wow. Ich kann ihn nicht aufwecken. Ich brauche wohl höhere Mächte, um das zu bereitstelligen. Hier mit dem kleinen Bügel zu pieksen, ist nicht so nett. Ah, Antenne gebaut aus dem Kleiderbügel. Ich bin ein Genie. Ken Bedcock. Subsendung. Es müsste mir das Gurin Zimmer sein. Bevor ich reingehe, finde ich eine Blume für sie. Ja, es gehört sich doch so.
Sesam, öffne dich. Ich kann nicht glauben, dass das geklappt hat. Ja, gut. Ich fand diese Kugel doch, ich dachte, sie können sie noch von nutzen. Das ist nett für ihn. Aber ich habe schon eine Glocke zum Rufen des Personals. Trotzdem danke, keine Sorge. Das macht keinen Sinn. Müssen wir mal alles absuchen? Nee. Dieses Fernsehprogramm sehr störend. Da habe ich es ja schon getestet, also gehen wir mal weiter. Diese Musik, ey. Ich gebe das nicht zurück, es könnte noch nützlich sein. Das Maintain habe ich schon gemacht, dann gehe ich nochmal in den Keller. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas Gutes ist. Okay, hätte ja sein können, dass irgendwie mit der Glocke die Maschine kaputt geht und dadurch irgendwie, keine Ahnung, ein anderes Teil rauskommt. Okay, Dinge geht soweit allen gut. Bedienung bitte endlich. Kauschra. Ich weiß. Hören Sie, das ist. Da ist eine Tür hinter dem Gitter. Sie wackelt hinter mir rum, Alter. Ich glaube, ich habe meine Brieftasche dort vergessen. So, krak. Das ist ein. Ja, nehme ich an. Perfekt, denke ich. Ja. Ah, lol. Sesam, öffne dich. Oha. Die ist ja drin gestorben, Alter. Eine Blume in der Hand. Oh Mann, ich frage mich, wie lange sie hier ist. Diese Leute werden wie Nutzviech behandelt. Sie wird die Blume wohl nicht mehr brauchen. Ich nehme es für Mrs. Goodwin mit. WTF, Alter. Die Tür lässt sich nicht bewegen. WTF, ich bin hier drin eingesperrt. Vielleicht lasse ich die Glocke hier. Hat funktioniert. WTF, Alter. Spooky. Das müsste mit. Aber bevor ich reingehe, finde ich eine Blume für sie. Ja gut, er hätte mich auch reinlassen können. Ich hab sie ja. Jetzt muss der Preis gar nicht reinkommen. Ich bin hier, kommen Sie herein! Ich war nervös und hatte Angst. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Vielleicht würde sie mir die Schuld geben. Ich war mir besorgt um ihr Wohlergehen. Ich fühle mich schuldig und beschämt. Sie sieht ja halb glücklich aus. Gehen wir mal zu ihr. Ich habe eine Blume mitgebracht. Wie geht es Ihnen, Mrs. Goodwin? Oh, das mussten Sie nicht. Vielen Dank, mein Lieber. Ich bin erfreut, dass Sie mich besuchen kommen. Natürlich, Madam, ich fühle mich immer noch mies wegen Ihrer Wohnung. Ich hätte das nicht tun sollen. Hören Sie auf, junger Mann. Sie sollten sich keine Vorwürfe machen. Danke sehr, Mrs. Goodwin. Das bedeutet mir viel. Kann ich etwas für Sie tun? Irgendwas? Nein, ich habe niemanden. Ich wollte noch einmal mein bekanntes Gesicht sehen, bevor ich sterbe. Madam, das verdienen Sie nicht. Ich bin ein rückgratloser Gauner, aber ich mache das wieder gut. Sie können in meine Wohnung ziehen. Ich werde mich um Sie kümmern. Es ist nicht viel, aber besser als das hier. Oh, Sie sind so ein netter junger Mann. Aber ich kann das nicht annehmen, mein Lieber. Sie haben ihr eigenes Leben, um die sie sich. Sie haben ihr eigenes
Leben und die sie sich kümmern müssen, falsch übersetzt, über das sie sich kümmern müssen. Ich bin alt. Ich werde nicht mehr lange auf dieser Welt sein. Madam, sagen Sie das nicht. Dann hören Sie mir zu. Geben Sie sich nicht die Schuld, junger Mann. Davon abgesehen, ich werde bald meinen Ehemann wiedersehen. Madam, ich werde Sie jede Woche besuchen. Sie können mich jederzeit anrufen, wenn Sie reden wollen. Vielen Dank. K.O.-Tropfen bestimmt. Ich war so nah dran. Noch ein Name. Ein letzter Schubs. Aber irgendwas hat sich geändert. Irgendwas in mir wollte, dass ich aufhöre. Ich ignorierte dieses Etwas. Ich hörte nicht auf. Mr. Jones war der letzte Name auf meiner Liste. Die Tür ist verbarrikadiert, da komme ich nicht durch. Hier ist sie. Die Tür ist angelehnt. Ich bin mal so frei. Alter. Die Tür ist Warum sind die alle verbarrikadiert? Ich speichere einfach mal kurz. Eine Slot Machine. Einarmiger Bandit. Die funktioniert wahrscheinlich nicht. Ich bin doof, dass man diese Tür nicht sehen kann. Schon wieder verbarrikadiert. Was ist das zur Hölle? Sieht aus wie ein Drogenlabor. Das grüne Rauch sollte nicht dran riechen. Ach, was, alles oder nichts. Wahnsinn. Beat, gib mir den Beat. WTF, ich bin hier so richtig schnell. Was ist das? Zwischen den Wänden. Schöne verbarrikadierte Tür. Das Bild ist etwas seltsam. Sollte ich es aus einem anderen Blickwinkel betrachten? Diese Sounds, Alter. Schon wieder diese Drogenhölle, Alter. Bing. Wahnsinn, sieht fast so als ob dieses Stück blau leuchtet. Ich frage mich, was da abgeht. Schau dir das an. Blaues Stück eines Bildes erhalten. Okay. Okay, ich kann da anscheinend nur in diese Richtung weitergehen. Das ist ein Fenster, komme ich aber nicht durch. Tür ist barrikadiert. Vielleicht kann ich dieses Stück woanders verwenden. Gehen wir mal wieder da rein. Achso, da kann ich nur die Tür zurück. Kann ich diese Tür durchgehen? Ich bin jetzt in einem anderen Raum. Glaube ich jedenfalls. Ja, ich bin glaube ich wieder draußen. Jemand zu Hause? Jemand zu Hause? Das passt hier nicht. Mich mit dem Licht rum spam. Speichere ich hier nochmal? Wahrscheinlich zu passen. Mal da rein. Am letzten Ende noch mal schneller, kommen wir da durch. Die Tür ist zu. Was kann ich da nicht verwenden?
muss dieses Loch. Kann wieder dahin. Kann wieder da reingehen. Das ist durch die Pits blockiert. Kann hier wieder durchgehen. Bin dann wieder hier. Mal zu Hause. Ich komme ja da durch, da müsste ich wahrscheinlich. Mich unter Drohung setzen? Das. BTF. Mega spooky. Hab ich mir aber erschreckt. Vielleicht ist das Stück ja schon abgerissen. Setz mich hier unter Drohung, geh durch diese Tür. Komm durch diese raus. Geh durch diese. Kann das Bild dann aber nicht erreichen. Geh mal zu Hause. Zurückgehen, bin ich wieder hier. Ich komme hier in die Richtung. Durch die reinkommen, durch die wieder raus. Ich komme da durch. Da sind die Pilze am Weg. Da habe ich das Stück herausgerissen. Oh, ich bin glaube ich durch die falsche Tür gegangen. Ich bin verwirrt. Würde ich mal sagen, speichern wir hier. Und wir sind leider schon wieder am Ende einer Folge. Würde mich freuen, wenn ihr zum nächsten Mal wieder einschaltet. Und danke, dass ihr euch angesehen habt und tschüss.